er wüsste nichts Drolliges. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die, von der ich spreche, das ist die Geschichte von dem Mann, der eine gelähmte Frau im Kinderwagen schob und nach Tarr wollte. Ich erinnere mich, er sagte, er hätte gehört, es sei sehr schwer, nach Tarr zu gelangen, aber sie wollten es versuchen. Später hatte er gesagt, wenn sie es dort wären, würde er viele hübsche Lieder für sie. Thank you.
vergiss mich nicht. Ich bringe dich nach Tar. Von Zeit zu Zeit schweigst du und ich weiß nicht, was du hast. Ich weiß nicht, ob du Hunger hast oder ob du Blumen haben möchtest oder ob du Wasser lassen musst. Natürlich kann ich mich irren. Ich weiß wohl, dass du mir nichts schuldest und dass du sogar böse mit mir sein kannst. Aber das ist alles kein Grund, nicht mit mir zu sprechen. Da ich weiß, dass du nach Tar willst, habe ich dich in das Wägelchen gesetzt und schiebe dich. Wenn es mir auch schwer fallen mag, ich will nur das tun, was dir am besten gefällt. Aber sprich mit mir. Sprich mit mir.